Ja, moin meine Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind mit dem begeisterten Biobauern Billy unterwegs. Und da drüben habe ich doch gerade schon unser erstes Opfer erspäht. Oh, die ist schön in meinem Sichtfeld einfach mal gestartet. Okay, ah, da ist sie. Alles klar, hab nichts gesagt. So, moin. Die gute alte Mac. Hat noch einen Sprintboost gehabt. Hätte man natürlich mit rechnen können. So, hier sind auch zwei Leute dran. Setzen wir mal eben schnell zurück. Also, ich habe Uneinigkeit dabei, wie ihr jetzt wahrscheinlich mitbekommen habt. Ich habe Barbecue dabei. Die ist scheinbar auch weggerannt. Das wäre halt schon sehr schade, wenn ich hier am Anfang jetzt überhaupt niemanden mehr bekommen würde. Was? Guck dir das an! Der war doch gerade am Wegziehen! Ah, oh, das Spiel manchmal, ey. So, Mac. Okay, rennen beide hier lang? Nee. Dann folgen wir der Mac nochmal ein Stückchen. Meine Güte, darf ich die heute nochmal irgendwann erwischen? So, jetzt aber, komm. Na, geht doch. Siehst du wohl, ey. 6,5 Stunden später. Hey, wenn ich jetzt hier gar keinen mehr erwischt hätte, wäre ich aber euch ein bisschen traurig gewesen. Oh, wäre ich ein trauriger Killer. Okay, Barbecue. Jetzt ist die Frage, ob ich erstmal Popcorn zu Weasel direkt hier rauf baller. Drüben sind noch Leute. Ja, komm. Wir hauen es direkt hier rauf. Und gucken, wo die Klödia hin ist. Glaube nicht, dass sie weit weg ist, ehrlich gesagt. Kann es mir nicht vorstellen. Ich säge das hier mal kaputt. Ah, guck mal. Da war sie. Und sie haut aber ab. Dann. Ja, ich säge immer hinterher. Ah, hallo. Ist hier eine Palette? Nee. Dann sollten wir sie hoffentlich erwischen. Wo ist sie denn hin? Da. Dankeschön. Dieses im Kreisrennen hier. Oh, Mann, Mann, Mann. Okay. Ab an den Haken. Der erste Generator ist auch fertig geworden. Aber da weiß ich auch nicht, was da los war. Ein bisschen schwer getan hier jetzt. So, da drüben heilen die sich hoch. Ich würde sagen, wir fahren da mal hin. Gucken, ob wir jemanden erwischen können. Ah, da ist jemand. Wer ist es? Oh, die Mac schon wieder. Na gut, wenn es nochmal die Mac sein soll, dann ist es halt so. Die andere wurde schon gerettet wieder. Da frage ich mich doch tatsächlich, wie ist denn die da so schnell hingekommen? Ach, hier wurde der Gen gemacht. Alles klar, na gut. Dann geht es natürlich relativ schnell. So, Pop Goes the Weasel habe ich jetzt schon wieder am Start. Den eben konnten wir nicht nutzen, leider. Ja, moin. So, ich würde dich aber gerne haben. Ach, guck mal. Endlich mal jemand, der sich hier einfach ergibt. So lobe ich mir das. Klödia, wie sieht's aus? Ich habe übrigens keine Daily. Ich hatte einfach nur mal wieder Bock auf den begeisterten Biobauern, Leute. Denn wie ihr wisst, ich mag den echt gerne eigentlich. Und musste mal wieder eine Runde mit ihm her. So, guten Tag. Was kann ich für Sie tun, Klödia? Ich glaube, das könnte ich schaffen. Okay, sie rennt mir eh rein. Und ja, das hier ist aktuell verbuggt. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, dann habt ihr es jetzt gesehen. So, die kommt hier an den Haken ran. Jetzt haben wir einen guten Flow drauf, ne? Haben wir schön die Leute auch verletzt und alles. Da wurde jetzt wieder gerettet. Dann sägen wir dahin. Ja. So, damit haben wir dann wahrscheinlich die erste Person sogar tot. Blup. Keine Ahnung, ob die Smarty Maus noch einen Strike hat. Ich glaube aber nicht, weil sie eben auch keinen gezogen hat. Ne, hat sie sich auch nicht aufbewahrt. Dann ist die erste RIP. Sie hat halt gerettet. Ich will die andere jetzt nicht wegtunneln. Da kommt noch jemand angerannt. Miau. Hallo, Klödia. Wie? Ich dachte, sie helfen jetzt noch. Meine Güte. Ah, wir rennen hinterher. Okay. Ja, das könnte jetzt die nächste Person sein, die wir haben. Jo. Oh, so macht mir das Spaß mit dem Billy. Am Anfang, ne, hatten wir noch ein bisschen Startschwierigkeiten. Irgendwie hat die Säge so ein bisschen geklemmt. Aber jetzt, Leute, jetzt flutscht es ordentlich.
Ich glaube, unseren Hass werden wir leider überhaupt nicht mehr benutzen können. So, sie macht sich da noch einen Totem kaputt, oder was hat sie jetzt noch für einen Plan? Jane hat einen Stein. So, nee, nee, Jane, vergiss es, wir rennen so rum. Na komm ran, da auf den Meter, zack. Mal gucken, ob wir abkürzen können. Gerade in den Schrank hier rein? Aber warum? Hat sie auch einen Strike? Nee. What? Okay. Ich hänge sie auf. Ich glaube nicht, dass sich hier irgendjemand die Luke verdient hat in der Runde. Sie ist zwar brav und wiggelt nicht, aber nö, heute nicht. Oh ja, das war eine schön knackige, schöne, schnelle Runde. Vor allem, überleg mal, am Anfang habe ich echt ganz schön lange gebraucht eigentlich, jemanden überhaupt zu erwischen. Musste ich erstmal wieder reinkommen, Leute. Alles easy. Ich wollte den Survivor nur ein bisschen Vorsprung geben. Ach ja. Aber es ist halt das Geile, wenn du erstmal so einen gewissen Flow drin hast, dann ist es relativ schwierig für die Survivor wieder rauszukommen da. Wenn du immer wieder jemanden verletzt, immer wieder jemanden aufhängst. Na, der eine hat am Anfang den einen Generator durchgezogen, aber auf der anderen Seite sind ja viele Leute rumgewuselt. Ach ja, punktetechnisch. Zweimal schillernd, einmal Gold, einmal Bronze. Oh, Tamalia! Viel Spaß dir noch. Uiuiui. Da ist sie einfach hier. Habe ich gar nicht gewusst. Sonst hätte ich, warte mal, warst du die Jane? Oh, dann hätte ich dir die Luke ja doch geschenkt. Ah, es tut mir leid. Es tut mir leid. War das die Jane? Oh, jetzt habe ich schlechtes Gewissen. Community Love und so, weißt du? Da muss man ja immer, für die Community muss man auch mal ein Auge zudrücken, Leute. Oh Mann. Okay, Leute, eine schöne Runde mit den begeisterten Biobauern. Da ist es ganz gut durchgeflutscht, ja. Blutpunkte technisch. Wäre natürlich mehr gegangen, hätten wir noch ein bisschen mit denen gespielt. Ach ja. Nun gut, Leute, ich bin raus. Schön, dass ihr am Start gewesen seid. War mal wieder Zeit für den begeisterten Biobauern. Ich mag den. Ich mag den Billy einfach. Keine Ahnung. Ich hatte mal wieder Bock auf eine Runde. Und ja, hat ja ganz gut funktioniert. Leute, danke fürs Zuschauen. Ja, danke natürlich auch an Tossi und die Kanalmitglieder für die Unterstützung. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Kommentar da und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Haut rein. Tschüss.